Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video, wo es ganz um die Selbstfürsorge geht. Du kannst dieses Video eigentlich zu jeder Zeit machen, ganz egal, ob du schwanger bist, ganz egal zu welchem Zeitpunkt deiner Schwangerschaft. Du kannst dieses Video natürlich auch machen, wenn du nicht schwanger bist und merkst, du brauchst einfach ein bisschen mehr Kontakt zu dir selbst. Jedoch denke ich, dass es gerade in der Schwangerschaft und vielleicht so im letzten Drittel deiner Schwangerschaft ganz angenehm sein kann, wenn der Körper nochmal Höchstleistung gibt und du vielleicht auch das körperlich spürst an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht aber auch merkst, dass es schwierig ist, den Alltag und deine Schwangerschaft miteinander in Verbindung zu bringen, dir die notwendige Zeit für dich zu geben und für die Verbindung mit deinem Kind. So fühl dich eingeladen, dieses Video wann immer du merkst, du brauchst ein bisschen mehr Selbstfürsorge zu praktizieren. Solltest du ein Asana-Video jetzt erwarten, dann bist du nicht ganz an der richtigen Stelle, dann such dir bitte ein anderes Video raus. In diesem Video geht es wirklich viel um das Spüren, um das Wahrnehmen, um das Atmen und am Schluss um eine regenerative Haltung. Dafür benötigst du zwei Kissen oder einfach Unterstützung in Form von Decken. Ich habe hier ein Bolster und zwei Blöcke. Falls du diese Hilfsmittel noch nicht bereit hast, drücke einfach kurz die Pause-Taste und steig dann wieder mit ein, wenn du dir die Sachen geholt hast. Finde bitte für dich einen angenehmen Sitz, wo du merkst, dass der Rücken sich aufrichten kann, dass dein Becken gekippt ist, der Rücken sich gut von alleine halten kann, die Hüften sich gut anfühlen und die Knie entweder am Boden liegen oder gut unterpolstert sind. Ich möchte mit einer kleinen Übung anfangen für den Schulterbereich, für den Nackenbereich. Und dafür kannst du gerne die Augen schließen und einfach mal mit großen Kreisen deine Schultern zurückbewegen und einfach mal schauen, was ist hier überhaupt wahrnehmbar, wenn du mit den Schultern kreist. Wie fühlt sich dieser obere Bereich deines Körpers an? Der Übergang vom Hals zum Rumpfbereich. Wahrscheinlich spürst du deine Schulterblattmuskulatur. Und wenn du ganz in diese Bewegung mal eintauchst mit deinem Gewahrsein, kannst du möglicherweise auch wahrnehmen, ob diese Bewegung sich ganz harmonisch anfühlt, auf beiden Seiten gleich, oder ob es hier Unterschiede gibt, ob möglicherweise die Muskulatur unter deinem Schulterblatt dir etwas zurückspiegelt. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Anspannung, vielleicht eine Rauheit oder möglicherweise sogar ein Knubbel, die du spüren kannst, wenn du hier mit den Schultern zurückkreist, mit den Schulterblättern. Und möglicherweise entsteht auch so das Gefühl, mal an einer Stelle ganz bewusst innezuhalten, dann mach das gerne mal, spür da bewusster hinein, um dann aktuell weiterzugehen und zu gucken, wie verändert sich diese Stelle, die dir hier auffällt während des Kreisens. Und diese Bewegung, die kannst du noch einige Male wiederholen, dass du gleichzeitig diesen Bereich nicht nur gespürt, sondern auch ein ganz kleines bisschen erwärmt. Und irgendwann lässt du die Schultern hinten unten sinken, sodass du das Gefühl hast, wirklich ganz locker in diesem Bereich zu sein. Lenkst die Aufmerksamkeit weiter in den Bereich deines Brustkorbes, spürst hier, ob dein Herz nach vorne strahlen kann oder ob es noch etwas verdeckt ist. Dann darfst du gerne den Bereich der Brustwirbelsäule etwas mehr aufrichten. Und wenn du weitergehst in den Bereich deines Beckens, dann solltest du hier das Gefühl haben, gut verwurzelt und geerdet zu sein mit deiner Unterlage, vielleicht auch in der Vorstellung mit Mutter Erde. Wenn der Körper gut ausgerichtet ist, dann hält er sich in der Regel von ganz allein, wenn die Muskulatur kraftvoll ist, dann braucht es weniger Stütze von außen. Und so kreise bitte mit deiner Wahrnehmung jetzt mal durch deinen Körper hindurch, ganz intuitiv berühre die einzelnen Bereiche deines Körpers und nimm mal wahr, wie geht es ihm heute, in diesem Moment, wo du dieses Video praktizierst. Was spiegelt dir der Körper zurück? Wie nimmst du ihn wahr? Was kannst du beobachten, wenn du durch deinen Körper mit deiner Aufmerksamkeit kreist?
Möglicherweise kannst du Unterschiede feststellen, dass es einige Bereiche gibt, die sich gut anfühlen, wo du gerne mit deiner Aufmerksamkeit bist. Und es gibt vielleicht auch einige Bereiche, die sich nicht so gut anfühlen, wo du am liebsten gar nicht hinschaust oder mit deiner Aufmerksamkeit sein möchtest. Und so erlaube dir gern, jetzt in diesem Moment einmal dir einen Bereich auszusuchen, den du entweder nicht magst oder nicht so gut fühlen kannst oder der dir möglicherweise auch Unbehagen oder sogar Schmerz verursacht. Und die Einladung in diesem Bereich mal, dich einen Moment aufzuhalten, um dich mit diesem Bereich zu verbinden. In dem Bewusstsein, dass der Körper dir nur das widerspiegeln kann, was du ihm in deinem Alltag anbietest. Und möglicherweise gibt dir dieser Bereich eine kleine Rückkopplung, warum er sich so anfühlt, wie er sich anfühlt. Vielleicht wusstest du es auch schon vorher und es wird dir jetzt einfach nochmal etwas präsenter. Und das Ganze darf ganz ohne Bewertung stattfinden, so als würdest du einfach so eine kleine Ist-Aufnahme für dich jetzt in diesem Moment machen wollen. Und dann wanderst du von diesem Körperbereich bitte zu einem, der sich richtig gut anfühlt, wo du gern mit deiner Aufmerksamkeit, gern mit deinem Gewahrsein bist. Wenn du schwanger bist, dann kann es gern natürlich dein Bauch mit deinem Baby sein, es kann aber auch dein Herz sein oder was auch immer sich für dich jetzt in diesem Moment gut anfühlt. Und dann nimm mal wahr, was macht diesen Bereich so wunderbar für dich? Warum fühlt er sich für dich so anders an als der erste Bereich? Das ist weniger ein Denken, sondern eher eine Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein. Und du nimmst einfach mal wahr, was spiegelt dir der Körper hier wieder? Was ist hier anders als am anderen Bereich? Und oftmals versuchen wir, Menschen zu bewerten, zu analysieren und Dinge, die uns nicht gefallen, wegzubekommen, Dinge, die schön sind, festzuhalten. Und das wird ein Unterfangen, was uns langfristig nicht gelingen wird. So ist es gut, beides anzunehmen und beides zu können, sowohl das Positive, das Gute anzunehmen, wie auch sich mit dem zu verbinden, was sich nicht so gut anfühlt, um herauszufinden, was wir möglicherweise verändern können. Dieses Video möchte dir eine kleine Möglichkeit geben, mehr ins Spüren zu kommen, mehr ins Fühlen zu kommen, in die Langsamkeit und vor allen Dingen in den Kontakt mit deinem Körper, was ganz, ganz wichtig ist in Vorbereitung auf die Geburt, dass ihr ein gutes Team seid oder werdet, so dass du auch unter der Geburt im Moment der Herausforderung ganz genau spürst, was der Körper braucht und du ihm das geben kannst. Beginne gern mit deinen Händen einfach mal in den Bereich deines Gesichtes zu gehen und kannst dir so deine Zeigefinger nehmen. Ich würde ganz gerne mit so einer kleinen Kopfmassage beginnen, weil hier relativ viele Verspannungen sitzen im Bereich der Stirn, im Bereich der Augen. Kannst du Verspannungen haben, aber auch und vor allen Dingen im Bereich des Kiefers. Und der Kiefer hat eine direkte Verbindung zum Beckenboden. Das heißt, je mehr du es lernst, den Kiefer zu entspannen, locker zu lassen, desto mehr kann sich auch dein Beckenboden entspannen. Das ist natürlich wiederum wichtig unter Geburt. Wenn du dann die Zähne doll aufeinander presst, dann wird es wahrscheinlich schwierig für den Beckenboden loszulassen. Das heißt, du nimmst dir einfach mal so deine Zeigefinger, so wie es für dich gut ist, und gehst gerne einmal rüber über deine Jochbeine. Dabei kannst du wieder die Augen schließen und du kannst es gerne alles für dich so abwandeln, wenn du merkst, du brauchst einen anderen Finger und möchtest eher das so ein bisschen mit der Seite deiner Hand machen. Das fühlst du dich ganz frei, das zu tun. Dann streichst einfach mal so die Jochbeine aus in Richtung Ohren und gehst dann langsam von den Jochbeinen nach unten zu deinem Kiefer und spürst hier mal dein Kiefergelenk. Das kannst du mal wahrnehmen und fühlen. Du kannst gerne einmal eine Bewegung reingeben, dass du den Kiefer
ganz locker sein lässt und ein paar Bewegungen hin und her und einfach mal spürst, wie nimmst du denn deinen Kiefer wahr? Ist der entspannt oder merkst du hier möglicherweise Anspannung? Du kannst dir die Kiefermuskulatur einmal massieren, einmal ein bisschen ausstreichen. Du kannst gern auch dazu tönen, ein paar Töne machen, um das Ganze noch mehr zu entspannen, wenn du magst. Und vielleicht merkst du, dass sich schon so ein bisschen Entspannung in dir ausbreitet, wenn du hier im Gesicht dir eine kleine Massage gibst. Und ich möchte gern weitergehen vom Kiefer. Der Mund bleibt gern so locker offen, sodass die Zähne voneinander entfernt bleiben. Gehst du gern weiter in den Bereich deiner Ohren. Und wenn du schon mal bei der Akupunktur warst, dann weißt du, dass die Organe deines Körpers auf den Ohren oder am Ohr abgelegt sind, sodass, wenn du dir deine Ohren massierst, du auch gleichzeitig deinen Organen so eine kleine Massage gibst. Und das machst du wieder ganz intuitiv. Dein Körper weiß schon, was er braucht. Massierst du dir die Ohren, die Ohrmuschel, massierst du deine Ohrläppchen. Und kannst hier einmal mit Zeigefinger und Mittelfinger auch noch einmal so vor und hinter dem Ohr lang gehen und hier einmal so richtig genüsslich nach oben und nach unten streichen. Und du entscheidest immer, wie intensiv das das Ganze sein. Achte bitte darauf, dass der Kiefer bei dieser Bewegung entspannt bleibt. Und wenn du das so ein paar Mal gemacht hast, dann gehst du mit deinen Händen weiter zu deinen Augenbrauen und kannst dir die Augenbrauen mal ausstreichen. Von der Mitte wieder zu den Schläfen nach außen. Und aus dieser Bewegung gehst du weiter in den Bereich deiner Stirn und streichst dir die Stirn von der Mitte aus zu den Schläfen. Du kannst dabei auch gern deine Fingerknöchel benutzen, wenn das nicht ganz so intensiv für dich ist, kann das eine angenehme Massage sein. Das Gesicht hat über 100 Muskeln, sodass du jetzt vorstellen kannst, dass du sie alle einmal hier berühren und entspannen möchtest. Von der Stirn gehst du mit deinen Fingerkuppen, dann machst du einfach so Hände wie so Krallen und dann gehst du mal so an den Haaransatz und streichst vom Haaransatz einmal mal Richtung Kopfmitte, Richtung Krone und dabei darfst du gerne dir auch mal so ein bisschen in den Haaren ziehen, das ist gut für die Haarwurzel, die wird dadurch ein bisschen besser durchblutet. Kopfhaut wird durchblutet, insbesondere wenn du Kopfschmerzen hast, kann das eine ganz angenehme Berührung sein, diese Kopfmassage. Und dann bist du wieder ganz intuitiv aus diesem Streichen, entstehen vielleicht so ein paar kreisende Bewegungen, was auch immer deine Kopfhaut, dein Kopf jetzt gerade braucht. Geh auch weiter in den Bereich des Nackens, dass du hier vom Nacken aus nochmal den Hinterkopf auch berührst mit dieser Bewegung. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann gehst du gerne weiter in den Bereich des Nackens. Du sparst bitte deine Wirbelsäule auf und massierst dir einfach mal vom Haaransatz so ganz langsam mit den Fingerkuppen runter in Richtung Schultern. Du kannst das einige Male hoch und runter praktizieren und dabei mal so deine Nackenmuskulatur wahrnehmen. Leichte Berührung, vielleicht mit einem leichten Druck oder leichte kreisende Bewegung. Und dann streichst du dir einmal so vom Haaransatz über den Nacken einmal runter zu deinen Schultern und gehst dann bitte von diesem Bereich, nimmst dir deine rechte Hand und gehst einfach mal zu deiner linken Seite und machst das jetzt mal nur auf der linken Seite, dass du mit den Fingern, so als würdest du die Faszien hier so ausstreichen. Und dann gehst du gerne mal so über deine Schulter zu deinem Arm und streichst das Ganze hier einmal aus. Und das kannst du so ein paar Mal machen und immer wieder so einen anderen Bereich deines Armes hier berühren, immer wieder über den Hals, über den Nacken streichst du dir hier einmal den Arm aus und wenn du hier so runter gehst, dann kannst du das entweder mit dem Daumen machen oder mit dem Zeigefinger, um die Faszien strenger auszustreichen, aber natürlich auch die Energiebahnen. Dann gehst du so ein bisschen zur Innenseite deines Armes und wenn du hier angekommen bist, dann darf der Daumen weitergehen zu deiner Hand. Zur Innenfläche deiner Hand hier die mal so ein bisschen massieren, die Finger einmal ausstreichen.
den Daumen, auch gerne einmal die Außenseite deiner Hand. In guter Vorbereitung, wenn du irgendwann dein Kind halten und tragen möchtest, aber auch gerade in den letzten Schwangerschaftswochen, wenn du vielleicht so unter Wasser in den Händen leiden solltest oder vielleicht sogar Karpaltunnelsyndrom, ist es gut, die Hände zu massieren, um hier wieder eine gute Verbindung zu schaffen. Dann nimmst du die linke Hand und gehst wieder vom Haaransatz über die Seite deines Halses, über die Schulter und streichst ihn wieder mit den Fingerkuppen oder mit dem Daumen deine Faszienstränge aus. Und hier im Armbereich befinden sich auch die Energiebahnen von Lunge, von Dickdarm, vom Herzen und vom Dünndarm. Das heißt, du hast sozusagen gleichzeitig eine gute Energiemassage. Dann gehst du wieder an die Innenseite deines Armes. Vielleicht ist es hier mit dem Daumen etwas angenehmer. Streichst nochmal lang. Und kommst dann auch hier auf dieser Seite zu deiner Hand. Massierst du so ein bisschen die Handinnenfläche. Auch hier gibt es verschiedene Reflexpunkte, die du ansprichst über diese Massage. Dann gehst du zu deinen Fingern weiter. Streichst dir einmal die Finger aus, den Daumen. Gehst dann gerne nochmal zur Rückseite deiner Hand. Und wenn du das Ganze praktiziert hast, dann legst du einfach mal die Hände auf deine Oberschenkel zurück und nimmst dir mal einen kleinen Moment Zeit, um wahrzunehmen, wie geht es denn jetzt hier in diesem oberen Bereich. Hast dir den Kopf, dein Gesicht massiert, den Hals-Nackenbereich, die Arme. Möglicherweise merkst du auch einen kleinen Unterschied, einfach nur durch diese Berührung, durch diese kurze Massage. Vielleicht fühlt es sich etwas offener an, etwas wärmer, vielleicht merkst du, dass es wieder ein bisschen besser durchblutet wird. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, was du wahrnehmen kannst. Dann kannst du deine Hände mal nehmen und in Richtung Thymusdrüse nehmen und dann klopf dir einfach mal so ein bisschen die Thymusdrüse ab. Die ist eine wichtige Drüse für dein Immunsystem. Wenn bei den Kindern ist die noch sehr, sehr aktiv, bei den Älteren oder bei den Erwachsenen ist sie ein bisschen inaktiver. Die kannst du aber wieder aktivieren durch dieses Klopfen und damit eine Unterstützung deinem Immunsystem geben. Das war gerade in der Schwangerschaft auch nicht ganz so gut funktionieren mag, weil es mit vielen anderen Sachen beschäftigt ist. Von der Thymusdrüse aus gehst du in den Bereich deiner Brustmuskulatur und gehst dann gern einmal in den Bereich deines Rückens und deiner Nieren. Hier kannst du gern so ein bisschen klopfen oder wenn es angenehmer ist, auch streichen. Und dann gehst du mal in den Bereich von deiner Lendenwirbelsäule. Und hier kann das passieren, auch gerade in der Spätschwangerschaft, dass Rückenschmerzen auftauchen. Es kann verschiedene Ursachen haben. Oftmals hängt es, wenn es so die letzten Wochen sind, schon mit den Bindegewebsbändern zusammen, die deine Gebärmutter stützen. Und wenn die Gebärmutter sich langsam auf die Geburt vorbereitet, dann kann es im Rücken schon mal so ein bisschen zwicken, weil sie genau im Kreuzbein hier angeknüpft sind. Und dann gehst du einfach mal vom Rücken zum Bauch und kannst dir deinen Bauch mal massieren mit ganz sanften Bewegungen, so wie es für dich jetzt gut ist. Vielleicht gibst du auch eine Rückmeldung von deinem Mitbewohner, was der gerne mag oder was sie gerne mag. Und dann gehst du so vom Bauch, nimmst dir einfach ein Bein und streichst jetzt mal mit beiden Daumen an der Innenseite deines Beines Richtung Fuß aus und machst das wieder von einer Bahn zur nächsten, sodass du immer wieder so einen kleinen anderen Bereich deines Beines erreichst. Und mit diesem Daumen kannst du ruhig ein bisschen Druck ausüben. Es hat wieder verschiedene Vorteile. Einmal streichst du die Faszien in eine Richtung aus, was sehr gut ist für die Faszien. Auf der anderen Seite, wenn du wieder unter Wasser in den Beinen leiden solltest oder in den Füßen, Fußgelenke dicker werden, dann unterstützt du hier den Körper, dass es besser abtransportiert werden kann. Und dann drehst du dein Bein einfach mal die Außenseite, wo du hier so diesen großen Rollhügel hast und streichst mit den Daumen einmal rüber über die Außenseite, suchst dir immer wieder eine andere Bahn. Das kann
angenehm sein, es kann aber auch an der einen oder anderen Stelle unangenehm sein. Aber auf jeden Fall ist diese Bewegung sehr gut. Dann bleibst du gerne auf dieser Seite und nimmst dir mal den Fuß, legst du den vielleicht auf dein anderes Bein rüber oder nimmst den Kissen als kleine Unterlage und massierst dir jetzt einfach mal bitte den Fuß, dass du im oberen Bereich bist, wo so die Zehknöchel sind. Die Innenseite kannst du das Ganze ein bisschen ausstreichen und Richtung Zeh gehen. So als würdest du die Zehen etwas länger werden lassen wollen. Und Fußreflexmassage sagt halt auch aus, dass auch hier Reflexpunkte sind, die mit den Organen deines Körpers verbunden sind. Der obere Bereich deiner Zehen und deines Fußes, also bei den Zehballen, verbunden mit Kopf, dem oberen Bereich deines Körpers. Und dann kannst du mal so ein bisschen nach unten gehen in das Längsgewölbe. Und hier empfehle ich dir, so eine kleine Faust zu machen, das Ganze mal auszustreichen, so mit den Fingergelenken in das Längsgewölbe hinein, vielleicht auch zur Mitte, mal den Fuß so ein bisschen massieren. Wenn du schwanger bist, sparst du bitte die Ferse aus, die massierst du nicht, weil die ist verbunden mit den Eierstöcken und mit der Gebärmutter. Wenn du nicht schwanger bist, dann kannst du natürlich dir die Ferse auch massieren. Ich gehe mal weiter in das Quergewölbe, dafür kannst du, ich zeige dir das mal so, den Fuß so nehmen, sodass der Bauch gut Platz hat. Und jetzt gibst du die Finger einfach mal in die Mitte hinein, da wo seine Zehballen sind und klappst einfach mal die Außenseiten des Fußes rüber. Dadurch kannst du dir den Fuß im Quergewölbe massieren, sodass das Quergewölbe wieder ein bisschen mehr Unterstützung bekommt. Zu guter Letzt streckst du mal deine Finger hier durch die kleinen Bereiche zwischen den Zehen. Vielleicht geht es bei dir ein bisschen leichter als bei mir. Und dann kannst du einfach mal so ein bisschen, der Fuß bleibt ganz locker, die Zehen bewegen und dann kannst du auch den Fuß ein bisschen kreisen, vor, rückwärts bewegen. Das ist sehr, sehr gut für die Zehgelenke, insbesondere wenn du mal mit Schuhen unterwegs bist. Dann atmen die Füße jetzt hier mal ein bisschen auf. Und gerade im Bereich der Schwangerschaft, wenn du an Gewicht zunimmst, dann sind die Füße auch mit beteiligt daran, das Gewicht mitzutragen. Von daher darfst du ihnen gern mal ab und an eine gute Massage schenken und Aufmerksamkeit. Okay, dann lässt du den Fuß einfach mal beiseite und nimmst dir bitte das andere Bein und beginnst wieder von der Leiste aus mit den Daumen die Faszien auszustreichen, wieder Bahn für Bahn, sodass du einen guten Bereich deines Beines hier ausstreichst. Am besten immer bis zum Fußgelenk. Gehst dann auch an die Außenseite, beginnst hier beim großen Rollhügel und streichst wieder Bahn für Bahn aus. Das kann ja an der Außenseite ein bisschen unangenehmer sein. Und umso wichtiger ist es, diese Übung zu praktizieren. Man kann das auch mit so einem kleinen Faszienball machen, aber mit den Händen ist das auch gut möglich. Wenn du das praktiziert hast, dann gehst du gern zu deinem Fuß, legst dir den Fuß entweder auf ein Kissen oder auf das andere Bein und beginnst wieder im oberen Bereich deines Fußes, deine Zehen zu massieren, die so ein bisschen auszustreichen. Und auch dort, wo deine Zehballen sind, Großzehballen, Kleinzehballen und auch die anderen Gelenke, einfach so ein bisschen zu massieren. Das kannst du einfach ganz, ganz intuitiv machen, das, was dein Fuß jetzt gerade braucht. Dann nimmst du dir bitte wieder die Fingerknöchel und reibst dir dein Längsgewölbe aus. Vielleicht ist das gut sichtbar, vielleicht ist es gar nicht mehr so sichtbar. Dann streichst du dort lang, wo das mal gewesen ist. Kannst dann mit diesen Fingerknöcheln auch in die Mitte deines Fußes gehen. Bitte wieder nur bis zum Beginn der Ferse, nicht darüber hinaus, wenn du schwanger bist. Und zu guter Letzt nimmst du dir nochmal das Quergewölbe und dafür kannst du die Finger wieder so in die
auf Höhe deiner Zehballen so reingeben und dir vorstellen, die Außenseiten deines Fußes so rüber zu klappen. Und dann kannst du mit deinen Handwurzeln das einfach so rüberstreichen, über die Finger, so als würdest du den Fuß so ein bisschen wie so ein Papierblatt einbiegen oder rollen wollen. Und wenn du das dann paar Mal gemacht hast, dann kannst du gerne mal deine Füße ausstrecken und dir mal so einen ganz kleinen Moment Zeit nehmen, jetzt den Körper zu spüren. Du hast im Kopfbereich begonnen, hast dir deine Arme ausgestrichen, bist bei deinen Händen, warst dann etwas im Bereich der Thymusdrüse unterwegs, im Bereich des Rückens, deiner Nieren. Hast dir den unteren Rücken etwas massiert ausgestrichen, bist dann weitergegangen zu deinem Bauch. Und was jetzt gerade im Bereich deiner Beine und deiner Füße? Die Einladung jetzt mal wahrzunehmen, was spiegelt dir jetzt der Körper eigentlich zurück nach dieser kleinen Massage? Und dann merk dir gern dieses Gefühl, speichere es dir ab, sodass du darauf zurückgreifen kannst, wann immer du möchtest und wann immer du es brauchst. Für die letzte Übung, eine regenerative Übung, brauchst du das Polster oder eine Decke. Ich baue mir hier etwas mit den Blöcken. Das kannst du für dich entsprechend nachbauen, wenn du möchtest. Ich lege mir das Polster so rüber, dass ich mich hier gleich drauflegen kann. Und ich habe die beiden Kissen für meine Knie hier bereit. Und dann lege ich mich mit meinem Gesäß, mit dem unteren Rücken an das Polster heran, bringe die Füße in die Schmetterlingshaltung, die Kissen sind zur Unterstützung da und mit Hilfe der Arme, der Hände gehe ich hier nach hinten. Wenn du merkst, der Kopf muss noch ein bisschen höher sein, könntest du dir hier auch noch eine Decke unterlegen. In dieser Position, für mich fühlt sich das jetzt sehr, sehr offen und gut an. Wenn es für dich sich noch nicht gut anfühlt, dann verändere bitte etwas, bis du merkst, jetzt spiegelt dir der Körper zurück, dass es passt. Und dann, wenn du in dieser Haltung bist, dann lass erstmal den Körper mit seinem Gewicht komplett los und spüre erstmal überhaupt, wo ist denn Öffnung wahrzunehmen. Wie nimmst du den Körper in dieser Haltung wahr? Hast du ihn wirklich losgelassen im Bereich der Hüften, der Beine und der Knie, im Bereich des Nackens und der Schultern oder gibt es irgendwo noch Anspannung, die du in deinem Körper spüren kannst. Und das ist eine wunderbar regenerative Übung, die Öffnung deiner Körpervorderseite und dürfte auch noch im letzten Drittel deiner Schwangerschaft sehr angenehm sein durch die Erhöhung. Und ich möchte diese regenerative Übung jetzt mit einer Atemübung verbinden, um gleichzeitig dein Becken etwas zu öffnen und zu weiten. Wenn du magst, kannst du dafür deine Hände auf den Bauch legen oder im Bereich deiner Leisten hinein oder wenn es angenehmer ist, sie einfach am Boden lassen. Und wenn du soweit bist, dann beginn bitte langsam deinen Atem in den Fokus zu nehmen und über den Einatmen zu spüren, wie sich dein Bauch hebt und vielleicht auch dein Brustkorb weitet. Und dann schick gern mal den Ausatmen in den Bereich deiner Hüften und deines Beckens hinein, so als wolltest du hier in diesem Bereich noch mehr Raum schaffen, noch mehr loslassen. Der Kiefer ist bitte entspannt, weil du weißt, dass es da eine Verbindung gibt zu deinem Becken. Und dann stell dir einfach mal vor, dass du mit jedem Ausatmen mehr und mehr Raum schaffst in deinem Becken, deiner Beckenbodenmuskulatur, so als würdest du diese mit dem Ausatmen nach außen weiten. Auch das brauchst du später unter der Geburt, dass dein Kind gut durch dich hindurch geboren werden kann. Einatmen, ganz bewusst Bauch und Herz und ausatmen. Stell dir vor, dass du den Atem in den Beckenbereich schickst, Beckenboden. Und hier mehr und mehr loslässt, die Spannung im Beckenboden mehr und mehr verschwindet, er dadurch weicher und durchlässiger wird. Das Ganze kannst du verbinden mit dem Ausatmen über den geöffneten Mund, über ein F oder über ein
O, was du so auspustest, als würdest du eine Kerze auspusten wollen. Du kannst aber auch einfach ganz bewusst und tief in der Ujjayi-Atmung bleiben, so du diese kennst. Ich mache mal die beiden hörbaren Ausatem-Varianten mit und dann entscheide, wie du selber praktizieren möchtest. Das war der F-Atem und jetzt der O, so als würdest du eine Kerze auspusten, also ohne Ton. Du schürzt die Lippen zu einem O und atmest tief ein. Und die Entspannung gilt wieder deinem Becken, deinen Hüften. Oder der Ujjayi-Ton mit geschlossenem Mund, wenn das für dich die angenehmere Variante ist. Praktiziere auf deine Weise so noch einige Atemzüge mehr. Schau, dass der Körper entspannt bleibt. Und du dich ganz auf die Öffnung im Bereich deines Beckens, deines Beckenbodens und dem Atem konzentrieren kannst. Schenk dir auf diese Weise bitte noch 10 weitere Atemzüge. Halte die Verbindung zu dir selbst, zu deinem Körper, zu deinem Kind, zum Atem. Und wenn du magst, dann lege jetzt gern eine Hand auf dein Herz, die andere auf den Bauch. Wenn du magst, streck gern beide Beine einmal aus, sodass die Hüften sich entspannen können. Der untere Rücken so ein bisschen Entlastung findet durch das Langziehen. Und dann spüre die Verbindung von deinem Herzen zu deinem Bauch, von deinem Herzen zu deinem Kind. Und vielleicht gibt es abschließend noch etwas, was du mit deinem Kind kommunizieren möchtest, vielleicht eine Geste, eine innere Umarmung, vielleicht eine Berührung an einem ganz bestimmten Körperteil, wie zum Beispiel dem Fuß oder dem Bauch oder der Hand. Vielleicht möchtest du gedanklich deinem Kind auch über den Kopf streicheln, vielleicht ihm auch etwas ganz Bestimmtes mitteilen, sagen. Und dann werde dir bitte an dieser Stelle noch einmal bewusst, dass je entspannter du bist in deinem Geist, desto entspannter ist dein Körper, desto leichter kann die Geburt deines Kindes erfolgen.
Das bedeutet, dass du eine gute Verbindung zu deinem Körper hast, ein gutes Gefühl, das in der Zeit deiner Schwangerschaft üben kannst, sodass es in der Generalprobe, in der Endprobe sozusagen deiner Geburt nachher auch gut funktionieren kann. Wenn du magst, bleib einfach noch ein paar Momente hier in der Haltung, um weiter zu entspannen, oder richte dich vielleicht auch auf für eine kurze Meditation, ein kurzes Nachspüren im Sitzen. Wenn du im Sitz bist, kannst du gerne deine Hände vor dem Herzen zusammennehmen. Wenn du noch auf dem Bolster liegst, kannst du einfach im Spüren bleiben. Und so nimm dir bitte einen Moment Zeit, egal in welcher Position du jetzt gerade bist. Wie geht es dir jetzt am Ende dieser kleinen Selbstfürsorgeeinheit? Was nimmst du wahr? Wie ist die Verbindung zu dir selbst? Was hat sich durch diese Praxis heute verändert? Dann bedanke dich bitte bei deinem Körper dafür, dass er dich in diesem Leben begleitet. Bedanke dich bitte bei deinem Kind, dass es sich dich als Mutter ausgesucht hat. Und sei dir gewahr, dass dein Kind sich deiner zu jedem Zeitpunkt bewusst ist. Namaste.